Humanismus und Aufklärung sind Prozesse zur Verteidigung der Wahrheit des Wissens und der Menschenwürde. Sie sind notwendig, um die kulturelle Evolution des Menschen in fortschrittliche Bahnen zu lenken. Es ist nicht nur eine Option, sondern unsere Pflicht, allen Kindern auf der Erde mehr Rechte zu ermöglichen. Unsere Organisation FAOSI möchte mithilfe des Humanismus eine Brücke aus Frieden und Menschenrechten zwischen der syrischen und deutschen Zivilgesellschaft bauen. Ja, Vertreter von FAOSI waren vor einigen Monaten in unserem Migrationsbeirat. Das ist ja eine Einrichtung der Stadt, in der ehrenamtlich Migrantinnen und Migranten mitwirken. Sie haben das Engagement vorgestellt. Ich war sofort begeistert. Erstmal die Idee Kids für Kids, dann eben eine Schule, eine Bildung, die frei ist von ideologischen, religiösen Versatzstücken. Das ist ganz wichtig und ich finde das sehr mutig. Und ich bin sehr froh, dass die ersten Schritte schon erfolgreich absolviert werden konnten, dass es jetzt schon diese Schule gibt. Und ich kann nur alle auffordern, dieses wunderbare Projekt zu unterstützen. Das Paradies wird mit uns sicherlich untergehen. Wenn du genau hinsiehst, kannst du uns nicht mehr sehen. Es war noch nie so, war noch nie so schön. Die FAOSI hat sich mit dem neuen Projekt Kids for Kids zum Ziel gesetzt, Kindern und Jugendlichen den Schulbesuch zu ermöglichen und die Mütter an ihrer Seite zu stärken. Diese sollen dadurch die Schularbeit unterstützen und die Kinder bei der Zukunftsplanung begleiten. Das Ziel ist es, innerhalb von 8 Monaten 120 Kinder und 50 Mütter zu beschulen. Wir möchten aber nicht nur syrischen Kindern helfen, ihr Menschenrecht auf Bildung in Anspruch nehmen zu können. Wir möchten auch deutsche Kinder für das Thema Flucht sensibilisieren und gleichzeitig vermitteln, wie wichtig die weltweite Wahrung der Kinderrechte ist. Konzert im Sommer, hier auch, habe ich meine Rede folgendermaßen beendet. In der ältesten Stadt Deutschlands beweisen wir heute mit Kunst und Musik, dass unsere Herzen größer sind als das Globus. Und aus der ältesten Stadt Deutschlands senden wir Grüße an 2 der ältesten Städte unserer Welt, Damaskus und Aleppo. Nun darf ich Grüße an Trier, an euch, allen meiner engagierten Freundinnen und Freunde und meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger in Trier von syrischen Kindern ausrichten. Dankeschön Trier, Dankeschön FAOSI, Dankeschön Kids.
Dankeschön. Fly away home, the house is on fire.